eigentlich mag. Ja, Sommerzeit! Sommer! Ja, es ist schon wieder Sommer! Was? 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 Okay. Dann sag ich, was? Ach so. Ja. Seems legit. What the actual? Wo bin ich denn jetzt? Ah ja, die Strecke mal da. Das ist doch die Sommerzeit. Sommer, wir stellen wieder um auf Sommerzeit. Scheiß auf 2 Grad draußen. Mal abgesehen davon, vergesst nicht, Leute, diesen Sonntag, ne, umstellen. Sommerzeit, nein, nein. Könnt ihr eine Stunde länger schlafen oder saufen? Sucht euch was aus. Saufen. Ich nehm schlafen. Bodo, wir nehmen auch Ersteres, oder? Am Sonntag? Du brennst wohl. Was? Ja, das war ein klarer Da Kopf. Brennt nur eins, der Alkohol. Es gibt Sambuca. Ja, wenn du willst. Ah, der Bodo, herrlich. Auf alles eine Antwort. Vielleicht sollten wir Bodo zum Kanzler wählen, der könnte alles beantworten. Das wäre doch mal was. Bodo for President. Ich tue mich schwer mit Leuten, die sich dann wählen soll, die links von Gregor Gysi stehen, deswegen. Oh, jetzt kommen die im Chat mit Wahlbeteiligung. Ja, das hatten wir aber auch schon mal. Ne? Aber die gibt's nicht mehr, oder? Im Gegensatz zu Pegida, Wahlbeteiligung, oder? Nee, gibt's auch nicht. Aber das ist halt das Problem, wenn man Scheiße in verschiedenen Geschmacksrichtungen anbietet, das will irgendwann keiner mehr. Ruf mal bei Bubble Tea an, da war das das Gleiche. Das war auch Bubble Scheiß. Tea! Was macht das? Das Vergleich, ey! Ja, ist doch so! Überall so. Waren diese das Geschäfte, ist, das ne? Das ist das Gleiche, das ist Kacke anbieten in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Kann man das auch mit Stäbchen bestellen? Weiß ich nicht. Bestimmt. Also das ist so eine der wenigen Scheiß-Sachen, die ich nie ausprobiert habe. Wenn du willst, auch nicht. Kannst du alles. Ich wollte auch keine Algenbällchen haben. Alge? Ich dachte, Salpeter-Ammoniak-Geschmack, oder? Ja, nee. Nee, das wurde aus Algen gemacht, ne? Es ist, ist quasi vegan. War zwar nicht grün, weg, aber das ist genau wie diese vegane Gelatine da. Genau echt das so. Gleiche. Katjes Fackergams da. Ne? Katjes, Jetzt macht Banani schon Schleichwerbung für Katjes. Ist okay. Echt so? Wie viel zahlen die dafür, ey? Vor allen Dingen, ich mach Schleichwerbung, obwohl ich nur einmal Katjes gesagt habe, nachdem es schon gefallen ist. Katjes! Yes. Okay, so, Blondie ist der Täter, ey. Der Täter. Jetzt hört auf mit... Ich glaube, WWE-Freak hat recht. WWE? Ich nur sagen. WWE-Freak 385. Nee, WWE-Freak heißt, hat nicht recht. In diesem Falle denke ich schon. Ne? Ich weiß nicht, ich habe mir überlegt, ich will einfach nächstes Jahr mal die Grauen Panther. Ich werde zwar nicht so alt, aber... Die heißen jetzt übrigens RPP, Rentnerinnen und Rentnerpartei. Im Ernst? Bei mir beim Wahlomaten nämlich immer an erster Stelle. RPP? Also RRP, Rentnerinnen und Rentner. Ich wollte schon sagen RPP, da hab ich es gibt, das gibt schon Wahlomat momentan? Nee, ich mach das aber ab und ja, zu. Ja, ich soll Spaß. Eh wieder die Linken oder die Republikaner wählen, deswegen ist eh immer gleich über Wahlomat. Das ist eh völlig behindert. Entweder du willst die Linken oder die Republikaner. Was? Ja. Kann einfach links-rechts fahren und dann nach oben unten und so, ne? Geradeaus nicht vergessen. Ja, der Wahlomat sagt mir eigentlich einfach nur, wähl ist scheißegal was. Aber irgendwas. Hauptsache, du gehst überhaupt hin, damit wir mal Wahlbeteiligung haben. Machen die das in Finnland eigentlich? Gibt's da Geld, wenn man wählen geht? Die verteilen doch für alles Geld jetzt. Und die haben dabei nicht mal besonders viel Geld. Ich dachte, denen geht's so gut in Skandinavien. Was hast du mich denn da angelogen? Ja, aber Finnland nicht mehr. Sie gehören jetzt nicht mehr zu Skandinavien, oder habe ich nicht aufgepasst? Sowas tatsächlich gehört Finnland... Nicht Total unbedingt nicht. Zu Skandinavien. Nicht unbedingt. Kommt auf die Uhrzeit an. Das oder? Kommt. Nee, weil ab 13 Grad nicht mehr. Genau, weil dann zieht sich das Land nämlich zusammen. Richtig. Du lachst. So wie Blondies Penis, wenn ich halt fertig so. Bin. Wolf, mach doch nochmal das Geräusch, was Kevins Penis macht, wenn die Luft rausgeht. Das ist kurz nachdem ich ihn vollgeschlotzt habe. Ah, jetzt lass. Ja, und danach ist mein Lurch aber immer noch hart, während du schon lange abgesaftet hast. Du ekelhafter Schwuchtel. So. Sagt die Lesbe im Raum, weißt du? Die eigentlich hetero sein will. Hm? Ja. Aber doch rüberkommt wie ein Schwuler. Kann ich nichts für. Macht Luca so einen Dreck her, ganz ehrlich, scheiß Internet. Internet ist eh so eine Sache, mag ich auch nicht mehr. Wissen seit der Bildsache bin ich eh raus aus dem Internet.
Okay. Dann Abhängigkeit. Gehe ich nur noch auf MySpace. Und versuche irgendwo in irgendwelchen illegalen Gruppen Bubble Tea zu bestellen. Weil ich vorher nicht getrunken habe. So, Wahlomat 2015, das mach ich jetzt. In Bremen, ist egal. Fakten zur Wahl, wer steht zur Wahl? Nee, das Meer ist egal. Die Weser soll für die Containerschifffahrt weiter vertieft werden. Alter, ist mir doch egal. Fredi, ist mir doch egal, du Fotze. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Minuspunkt für die Veranstalter von Risikospielen im Profifußball sollen sich an den Kosten der Polizei beteiligen müssen. Ja, meinetwegen. Verkauf in Bremen und Bremerhaven soll es mehr Verkauf auf den Sonntag geben. Ist mir egal. Müllentsorgung soll in Bremen und Bremerhaven wieder in öffentlicher Hand sein. Ist mir egal. Auch der Besitz geringerer Mengen Cannabis soll strafrechtlich verfolgt werden. Nein! Das Land Bremen soll weiterhin Flüchtlinge aufnehmen. Mir egal. Alter, du sollst ehrlich antworten. Ja, ist doch. Es ist Bremen, ist mir doch egal. Ja, es ist aber unser Land, du Idiot. Nee, ich wohne nicht in Bremen. Also, wenn, dann ist es unser Staat. Oh, Leute, ne? Ihr macht mich fertig, ehrlich. Blondie, du hast mich ganz genau verstanden. Mir ist das doch egal. Nee, ist dir nicht egal. Du sagst ganz klar, du willst hier keinen mehr haben, aber du sagst, nö, Bremen ist mir egal. Wann hab ich denn je gesagt, ich will hier keinen mehr haben? Alter, das wirst du nicht irgendwo finden, nicht irgendwo. Wirst du diesen Satz finden. Beim Kuscheln hast du mir das erzählt. Was hast du noch nie gesagt? Ich habe nicht gesagt, ich will hier keine Flüchtlinge mehr haben. Das hab ich nicht gesagt. Jetzt hab ich's gesagt. Ja. So, jetzt. 31. Jawohl. Das Land Bremen soll Genehmigungen für den Einsatz von Lang-LKW erteilen. Ist mir doch egal. Blondie. Was? Blondie. Ja, warte. 22, glaube ich. Ja. Ich sehe schon, Blondie, du bist jemand, 24. Der... Die Videoüberwachung im öffentlichen Raum soll 21. ausgeweitet werden. Nein. In den bremischen Grundschulen soll es keine Schulnoten geben. In den bremischen? Steht ja echt bremischen. Ja. Das Land Bremen soll ein eigenes Programm zur Wiedereingliederung von zurückgekehrten... Ich habe... IS-Kämpfern starten. Was? Das Land Bremen soll ein eigenes Programm starten zur Wiedereingliederung von zurückgekehrten IS-Kämpfern? Nein! Was seid ihr bescheuert oder was? Klar, die sollen ein eigenes Lager bauen, um die da auszubilden. Ja, so was zur Hölle? Die A281 soll zwischen den Anschlussstellen Bremen Airport Stadt und Bremen Katatom wie geplant gebaut werden. Ja, meinetwegen. Einzelne Hunderassen sollen weiter generell als gefährlich Hunde sind nicht gefährlich, Menschen sind gefährlich. Bin dagegen. Die verpflichtende Mitgliedschaft in der Arbeitnehmerkammer Bremen soll abgeschafft werden. Ich weiß nicht mal, was das ist! Alter, du hast so viele Schwuchtelsantworten gegeben, du musst gleich 100% die Grünen wählen, ganz ehrlich. Beratungsangebote für Schwule und Lesben sollen vom Land finanziell geführt, bin ich dafür. Der öffentliche Personennahverkehr im Land Bremen soll nicht über den Verkauf von Fahrscheinen, sondern über eine Abgabe finanziert werden. Nein! Polizeireviere in Bremen sollen rund um die Uhr geöffnet sein. Ja? Wenn Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld 2 Jobangebote ablehnen, sollen ihnen weiterhin die Leistungen gekürzt werden können, natürlich. Schülerinnen und Schüler mit und ohne Migration sollen gemeinsam unterrichtet werden, ja. Tempo 30 soll auf Meerstraße in Bremen gelten. Nein, Vollgas! Im Land Bremen soll es keine Frauenquote für Aufsichtsräte in der Öffentlichkeit. Ist mir doch egal. Hauptsache Gazongas! Deutsche sollen bei der Vergabe von Sozialwohnungen bevorzugt werden, ja. Privatschulen sollen vom Land Bremen finanziell... Was? Gegenüber wem? Finn oder... Privatschulen sollen vom Land Bremen finanziell stärker unterstützt werden. Nein! Auf jeden Fall nicht Schweizer. Kernbrennstoffe sollen über bremische Häfen umgeschlagen werden dürfen. Natürlich! Kernbrennstoffe, geil! Menschen mit Migrationshintergrund sollen bei der Polizei eingestellt werden. Ist mir egal. Der Unterricht an bremischen Schulen soll sich an traditionellen Familien orientieren. Ja, bremisch! Ich komm mit bremisch nicht klar! Was ist das denn? Auch freiberuflich Tätige, zum Beispiel Steuerberater, Krankengymnasten, Dolmetscher sollen Gewerbesteuer zahlen müssen. Nee, finde ich doof. Abgelehnte Asylbewerber sollen konsequent abgeschoben werden. Stimme zu. Nur wenn sie abgelehnt sind. Nicht, wenn sie, ne, geduldet sind, dann nicht. Keine militärischen Forschungen an bremischen Hochschulen. Warte mal. Doch, ja, also stimme nicht dran. Hallo. Das Land Bremen soll sich dafür einsetzen, dass Privathaushalte auch bei offenen Rechnungen weiterhin mit Strom versorgt werden müssen. Nein, wer nicht zahlt, hat halt Pech gehabt. Das Land Bremen soll verstärkt Pflegekräfte aus dem Ausland anwerben. Ist mir egal. Das geregelte Schulsystem soll beibehalten werden. Nee, Schulsystem ist für den Arsch. Projekte gegen Rechtsextremismus sollen weiterhin gefördert werden. Oh, wie viele Fragen sind das noch? 5. Für alle Kinder bis 14 Jahre soll es einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung geben. Bis 14? Bis 14? Nein! Die können mit 3 um sich selbst kümmern. Wenn die betreut werden, kommst du ja gar nicht mehr an die ran. In Bremen soll es... In Bremen soll es Drogenkonsumräume geben. Ja. Mit überschüssigen Steuereinnahmen sollen vorrangig Schulden getilgt werden. Ja. Das Landesamt für Verfassungsschutz soll aufgelöst werden. Nein! Das Stadtbremische, das heißt Bremische, du Fotze! Ja, Bremen kann mich mal.
Das landbremische Überseehafengebiet in Bremerhaven soll an die Stadt Bremerhaven abgegeben werden. Alter, so viel Bremen und Bremerhaven in einem Satz. Ja, meinetwegen. So, welche Themen sind mir wichtig? Keine. Welche Parteien? SPD, Grüne, CDU, Linke, was ist das denn hier? Bürger in Wut. What? Ja, das klingt nach Blondie, ey. Also, ich kenne die Partei nicht mal, dann nehme ich noch die AfD und die NPD. Geht das? Ja, das geht. Ah, und die FDP muss ich auch noch nehmen. Die existiert ja leider auch nicht. Ja. Ah, dann muss ich wohl wieder die FDP wählen. Du kommst von dieser Zeckenpartei aber auch nicht weg, oder? Nee. FDP, aber nix NPD oder was weiß ich, ne? Nee. Hast noch eine viel belanglosere Partei gekriegt. Ich bin stolz auf dich. Ja, warte mal ab. Die kommen jetzt eh wieder da rein nach nächstes Jahr. Ja, die heften sich wieder an irgendwen dran und sind einfach wieder überflüssig. Warum? Es gibt ja mittlerweile eh nur noch eine Partei, die irgendwie wichtig ist. Das ist die CDU, weil die Nein, SPD... Nein, es gibt keine wichtigen Parteien mehr. Es gibt eigentlich nur noch die Frontfigur Angela Merkel und der Rest ist eigentlich belangloser Bullshit. Weil, wie gesagt, an Programmen kannst du die nicht messen, weil jeder, der den gleichen Scheiß verkaufen will... Und es wird nun mal nur die Figur gewählt, die da vorne steht. Egal, ob sie was drauf hat oder nicht, das ist uns ja egal. Und solange keine andere Figur irgendwie da einreizt... Aber trotzdem ist dir wichtig, dass sie bei der Doktorarbeit nicht geschummelt hat. Hör mal, mir ist das scheißegal, hör mal. Ich habe früher auch oft genug abgeschrieben, mir ist das so ziemlich, ne? Na, dann halt den Blondie. Der Blondie möchte sich nur drüber lustig machen. Ich glaube, den interessiert das auch nicht so wirklich, ob der eine abgeschrieben hat oder nicht. Trick ist kacke. Minus. Kampf. Eigentlich ist die ganz cool. Ne? So viel zu. Obwohl, was ist die FDP denn? Was ist denn FDP? So ein bisschen Mitte rechts, oder nicht? Alter, wie bin ich denn jetzt hier Neunter geworden? Neunter? Im klassischen. Und warum nimmst du mir Platz 1, Sektor Arschloch? Bin ich bei 2 Minuten eingestiegen und bin nur 2-mal gefahren. Alter, echt. Ja, ich hab ja noch den Valomat gemacht. Im klassischen Parteienspektrum ist die FDP rechts von der CDU. Was? Im klassischen Wählerspektrum? Rechts der CDU? Oh, und Kevin auch noch von mir, CSU. Mann! Ich vermute CDU. Ich vermute CDU auch. Also rechts der CSU ist schon AfD und NPD. CDU und CSU sind ja Schwesternparteien, da weiß ja, ich nicht. Ja, aber nichtsdestotrotz ist die regeln. CSU deutlich rechter als die CDU. Kleine böse rechte Schwester der CDU. Normalerweise ist CDU Mitte rechts, SPD Mitte links, daneben, also links daneben die Grünen, dann die Linken, rechts daneben FDP und alles, was halt noch da an. Nee, also FDP ist nicht rechter als CSU, das glaube ich nicht. Ja, für mich ist CDU und CSU dasselbe, CSU gibt es nur in Bayern, interessiert mich Bayern. Ja, gut, was halten wir davon? Abstand. Okay, und Wolverus? 18. Jawohl, Bodo! Ich hasse euch. 36. Jawohl, und es wird noch heißer! Beste Frage im Chat auch. Blondie. Die Tagung ist schon vorbei. Ich bin schon wieder letzter. Blondie! 10. Banane! 28. Ja, Weltklasse, der Kritz. 19. Okay, und der Blondie holt sich den Sieg. Ich hab so gut angefangen. Und so stark nachgelassen. Der hat nachgelassen. To end. Oh! Baggerasalig! Nightmare? Ja, das ist ein Albtraum für uns. Oh, hat Lukas schon wieder eine Sprachnachricht geschickt? Ah, das war vor einer Stunde, okay. Ja, ist okay jetzt. Hallo, Content. Na, Luca verklagt uns noch. Boah, mach den Luca aus. Mach den Luca aus. Mach den Luca aus. Natürlich fahre ich gegen den Pfeiler. Natürlich, Bodo, sonst wäre es zu einfach. Das ist ja meine 1860-Strecke. Weltklasse, wie ich hier wieder nicht fahren werde. Warum nicht? Ich bin auch heute wieder so mittelmäßig gefahren bis jetzt. Ich weiß nicht, wie das mit der WM-Führung aussieht. Ja, immer noch. Du hattest so viel Vorsprung. Meine Fresse, ey. Alter, das waren nicht mal 50 Punkte. Ja, auf uns! Aber wir fahren halt scheiße. Ja, du fährst scheiße. Wow. Banani ist eigentlich ein junger Gott heute. Ja, der Banani. Aber der hat ungefähr einen Rückstand von 800 Punkten. Das macht dir mal nicht so schlecht, ja? Gut, dass ich glaube ich, nicht mal 200 vor dem Stream hatte. Aber hey.
Hab ich immer gesockt. Ich muss jetzt hier mal Punkte holen, weil sonst ist der Blonde nämlich wieder mit weitem Abstand auf Platz 2. Ich habe nämlich heute auch sehr gut begonnen und dann... Dann nicht mehr so gut. Dann eher nicht mehr so gut. Nee, nee. About to end. Unverschwerter! 1845 läuft. Es reicht nicht, ich habe eine 1824 gefahren. Ja, ich bin ja eh immer schlechter als du, aber Hauptsache irgendwie... Mein Gott, warum seid ihr auf der Strecke so gut? Doch mehr so Geschmackssache, diese Strecke, oder? Du findest sie wieder scheiße. Ja, ist wie die Politik, ne? Reicht. Ja, die einen mögen es und die anderen gehen einfach nicht zur Wahl. Aber Blondie fährt die so stark, ganz ehrlich, das ist schon ein bisschen. Der ist krass, ne? Ja, ich sag ja, das wird klarer Platz 2 für ihn. Tim, wie findest du eigentlich dunkelhäutige Frauen in deinem Bett? Ich stehe nicht auf dunkelhäutige und das hat nichts damit zu tun, dass sie Ausländer sind. Ich hatte mal was mit einer Halbarmenierin. Daran müsst ihr es jetzt nicht festmachen. Und ne? Armenien liegt neulich in Afrika. Nee, ich war Albanerin. Die war halb Albanerin, sorry. Das ist ja noch schlimmer. Ich hatte auch schon eine Halbpolin und also da, alles. Aber auch immer nichts Halbes und nichts Ganzes, oder? Warum machst du denn immer nur so halbe Sachen? Ist deine Mutter nicht volle Serbin? Nee, die ist voll nicht beeindruckt von dir. Ah, Mann. Ja, ja, gut. Also hat er nix dagegen, so. Sagen wir das ja mit der Blondie. Hat nein, nee, ich stehe einfach nicht auf, ne? Ich stehe einfach nicht auf Lolitas oder wie du die auch immer nennen willst. Das hat nichts mit der Hautfarbe zu tun, dieser Begriff, aber gut. Nein, mit der Herkunft, ich weiß. Oder ist, oder ist Lolita auch rassistisch und ich hab mir schon wieder den Grenzschutz auf den Hals gehetzt oder so. Papiere bitte. Nächster. Und das ist dann, ne? Wenn du zu früh drückst, musst du nochmal drücken. Richtig. Das Spiel. Halten Sie Ihre Papiere bereit. Es ist nicht garantiert, dass Sie durchgelassen werden. Wie gesagt, dieses Spiel lief für heute gefühlte 8 Stunden. Warst du nicht arbeiten? Ja, gut. TS halt, ne? Chicken TS? Richtig. Chicken Thorsten Simon. Ah, das Beste sind die Leute, die da schreiben, man muss studieren gehen, um einen vernünftigen Job zu kriegen. Ja. Am besten gehst du BWL-Master studieren und machst 5 Jahre lang machst du deinen Master in BWL. Und danach gehst du zu McDonald's jobben, weil kein Mensch mehr irgendwelche Leute mit BWL-Abschluss und einem Master nimmt. Weil das jeder Vollidiot macht. Nein! Bei dir kaputt. Vor die Ecke gefahren. Ich hätte meine Zeit verbessern können. Und ich bin nur noch 16. Und weil du vor mir bist. Das ist etwas nötig, ne? Mein Gott. Mann, die Kurven sind so kacke bei der Strecke. Die Strecke ist echt super kacke. Und wenn der Bodo das sagt? Dann ist es so. Das sage ich aber nicht oft. Fuck. Wie will man denn von 1400 netto Gehalt? Wo verdienst du denn bitte nur 1400 netto Gehalt? Dann hast du die falsche Firma oder die falsche Ausbildung gemacht. Mann, ich krieg Kevin nicht. Lieblingsband, meine Lieblingsbands sind alle tot. Haben alle den Weg des allen Irdischen und des Amy Winehouse, gegangen. Elvis Presley. Die Beatles. Das war nur John Lennon. Paul McCartney lebt noch, Kevin. Ist klar, dass sie zu viert waren und nicht nur zu zweit, oder? Ja, da war noch Ringo dabei, aber... Ringo! Ah, fick dich doch! Peter. Die Toten Hosen, oh Gott. Ja. Da weiß ich, wo German Gamer seine Meinung her hat. Nicht von Volker Pispers. Volker Pispers ist aber nicht so leicht rechts angehaucht wie ich, das ist der Schwachsinn. Stimmt, du stehst ja politisch rechts von Hitler noch, aber okay. Richtig, ich bin nicht nur dafür, dass wir Juden vergasen, ich bin auch dafür, dass wir alle vergasen, die nicht arisch sind. Restlos. Gut, ab nächste Woche streamt Blondie alleine. So, und 16. Nee, Chris ist doch auch arisch.
Und 14. Boah, noch vor Kevin. Ja, was macht denn ihr für eine Scheiße? Boah, was ist das denn? Also, ihr seid zum Kotzen alle. Warte mal, ich will jetzt gucken. Ja, okay. 18,7, 18,10 und ich hab 18,11. Ja, und 18,60. Alter, der Stream geht ja noch fast eine Stunde. Ich will ins Bett. Ich hab auch gerade so auf die Uhr geguckt. Ich dachte, 21. Ich dachte gerade so, wir quatschen schon 3 Stunden. 35. Was wird 16. Blondie wird 14. Kritz. 17. Okay. Und Banane. 36. Drag und es wird noch. Alter, machen wir das jetzt in jeder Runde? Nein.